können noch ein paar Leute einkerkern. Der hat eine gute Meinung von uns. Der hat auch eine gute Meinung von uns. Deswegen bleiben die auf freiem Fuß. An eurem Hof gibt es einen Ungläubigen. Das sind das zwei. Nee, eine Ungläubige. Suomenuskisch. Ja, müssen wir einfach machen. Hilft ja alles nichts. Ne? So, und wenn wir dann, sage ich mal, so 1000 Goldstücke wieder haben, dann können wir eventuell mal hier Tschernigow noch versuchen anzugreifen. Wir haben aktuell erst Galizia voll Hüni und Novgorod als Königreiche. Obwohl wir hier drinnen da auch das Königreich Wladimir haben. Aber offenbar gehört zum Königreich Wladimir auch hier das noch. Und vielleicht probieren wir es einfach mal aus, um zu testen, wenn wir uns die Provinz hier holen, ob dann das Königreich Wladimir quasi auch mit grünem Haken angezeigt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass du quasi alle die Jurigebiete brauchst für diese, für diesen Erfolg. Schauen wir einfach mal, wenn wir den Krieg hier gegen Tschernigow vom Zaun brechen. Es wäre natürlich immer noch toll, wenn wir irgendwie den hier zum Erben machen könnten. Wobei, Moment, da war da vorher nicht noch jemand anders drin. Der alte, besessene Kerl war doch vorher hier drin. Er ist auch umgehobelt, der kleine Fratz. Kann man den irgendwie zum Nachfolger machen? Geht leider nicht. Eventuell, wenn ich hier auf die Wahlweise, nee, auf die Wahlmonarchie gegangen wäre, dann hätte man eventuell ihn nominieren können. Würde ich meinen. Aber jetzt sind wir schon bei der Primogenitur. Das passt schon. So, er könnte verschwinden. Nach seinem Tod. Was da denn los? Nö. Das war jetzt aber nur kurzfristig. Uiuiui, das wäre natürlich blöd, wenn hier gleich so ein großes Herzogtum rausfällt. Wir haben immer noch jemanden im Kerker. Ah, stimmt. Wir wollten die ja hinrichten. Hier können wir noch jemanden verkaufen. Für 145 Goldstücke. Und dann haben wir noch die hier. Die Ilmaleb. Oder den Ilmaleb. Den, den können wir leider nicht hinrichten. Wir können ihn aber verbannen. Nee, weißt du was? Der bleibt, der kommt ins Verlies. Der Kollege kommt ins Verlies. Weil wenn wir ihn verbannen, dann nicht, dass er wieder irgendwann zurückkommt. Verlobte können heiraten. Wer ist das? Unsere Enkelin, jawohl. Da hätten wahrscheinlich die Vasallen nicht mitgemacht, weil er schon den Titel hatte. Ah, okay. Du meinst hier, den dann als Nachfolger zu nominieren. Kein Gold ausgeben, das Kaiserreich kommt näher. Ne, das Kaiserreich wird nicht mehr näher kommen. Ja, wobei, ja, 174, es wird nicht reichen. Wir sind ja jetzt schon 82 Jahre alt. Wir sind ja schon 82 Jahre alt, Mensch. Sollen wir nochmal schnell Krieg führen? Hier oben. Hallo Uwe. Wenn wir uns noch das hier oben holen, schnell. Wie viel hat er denn? Er hat 3022, wir haben 7000, plus Söldner. Was kann, nee, ich brauche ja noch, nee, ich brauche ja noch die 180. Ich brauche ja noch die 180 Reichsgröße. Wir gehen noch 6 Punkte ab. Das ist das Problem. Wenn wir vielleicht das hier oben, die Provinz, uns holen, vielleicht würde das schon ausreichen, dass das hier steigt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das 6 Punkte sind, aber wer weiß.
Wäre natürlich schon toll. Ich speichere mal. Wir machen das. Ich meine, Kohle haben wir relativ schnell wieder drin. Wir brauchen, ich glaube, 8000 Prestige noch. Wir brauchen auch noch 8000 Prestige, oder? Ich kann es nicht. Ja, 8000 Prestige brauchen wir auch noch. Das geht nur über Krieg. Minus 9 haben wir hier. Du brauchst zusätzlich, glaube ich, noch 3 Königreiche. Zu den anderen Anforderungen. Ja, besitzt 3 Königstitel, steht hier drin. Also ich würde es jetzt gerne mal probieren, dass wir ihm den Krieg erklären. Hat er denn irgendwelche... Oh, er hat einige Verbündete. Ziemlich viel Verbündete. Die werden... Oh, werden die alle mitkommen? Sehe ich das hier drin? Es geht um Tschernigow hier oben, um Uglitsch. Genau, 8000 Prestige und 1000 Goldstücke und halt 180 Reichsgröße. Uglitsch. Ist hier irgendwas dabei, was uns ein bisschen mehr gibt? Oh, hier unten. Und wenn wir es gleich so machen, dass wir hier für unseren guten Freund Voislav gleich so viel holen, dann würden wir auf alle Fälle, denke ich mal, die 180 bekommen. Dann sparen wir uns das hier oben noch auf. Wir schauen mal, ob wir noch jemanden haben, der etwas mehr Anspruch hat. Hier unten wäre auch nochmal was Schönes. Das wären 1, 2, 3, 4 Provinzen. Aber das ist eine Dame. Hier oben. Das ist alles klein. Novosil ist nur das hier. Das ist nur hier oben. Ryazan ist gut. Ryazan sind 1, 2, 3, 4 Provinzen. Uglitsch ist nur oben. Haben wir hier die Jure-mäßig Anspruch? Auf mehrere vielleicht? Es sind alles nur einzelne Provinzen. Yep. Und dann kommt der Grenzdisput. Ich brauche noch die 180 Reichsgröße, Black Knight. Die brauche ich noch. Ich hoffe, dass ich die jetzt dann bekomme, wenn wir hier den Krieg mal vom Zaun brechen. Wir probieren es einfach mal. Wir müssen aber vorher... Was war denn das, was wir haben wollten? Ryazan? Ja, Ryazan war es. Da müssen wir uns erst noch jemanden suchen. Wir haben hier den Großfürsten Sviatopolk, der uns unterstellt ist. Hier unten. Dem könnte man das geben. Oder, damit er nicht zu mächtig wird, heißt das hier entweder oder? Oder was meinst du denn da? Entweder 3 Königstitel oder Reichsgröße. Danke für den Hinweis. Oder 180. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Prestige. Aber wir bekommen Prestige nur durch Kämpfen wieder. Yep, gesehen. Danke, Black Knight. Wir führen trotzdem Krieg. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir sonst noch großartig Prestige jetzt hier in kurzer Zeit bekommen. Wir probieren es einfach mal. Wir haben 12 Prestige pro Monat. 120. Oh mein Gott, das dauert ja, wenn man es normal hier hochfährt, dauert das noch einige Jahre. Ja, du musst das ein bisschen deutlicher schreiben. Ich kann das sonst immer nicht rauslesen. Also, wir schauen mal, wer hier noch den Anspruch hat auf Ryazan. Da war noch irgendwo einer hier, der Kirill. Er hier zum Beispiel. Der hat einen starken Anspruch. Oh, der hat auch einen starken. Der hat einen starken Anspruch.
Auf das Großfürstentum von Tschernkow. Ach so, hier unten. Okay, nee, das. Ich dachte auf alles hier. Dann hätten wir den später nochmal verwenden können, wenn wir Kaiser sind. Gib deinen Erben immer schon mal eine Provinz, sagt der Black Knight, damit die schon mal Prestige und Gold sammeln können. Ich dachte, der hat ja eh schon was. Nee, der hat noch gar nichts, oder? Dem soll man schon eine Provinz geben. Geben wir ihm hier oben. Wladimir Wolinski. War das unser Hofarzt? Unser Nachfolger? Wieso sieht er denn jetzt auf einmal so anders aus? Weil er hat er keine Krone mehr. Ist das der gleiche? Ich hoffe es. Ich gehe mal davon aus, er hat immer noch nicht geheiratet. Sehr komisch. Na gut. Also, jetzt wird aber hier mal Krieg geführt. Rüyalsan. Hier drin war irgendwo einer der hier. Der Kiril, dem wir auch erstmal eine Provinz geben müssen. Weißt du was? Ich will ihm jetzt keine Provinz geben. Wir machen es im Auftrag von ihm hier. Von dem einen. War das er? Nee, ich meine, weil er so komisch ausschaut, Black Knight. Der hat ja vorher noch ganz anders ausgeschaut. Also Rüyasan für ihn hier, für Großfürst Sviatopolk, der ein Vasall von uns ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir demnächst bald das Zeitliche segnen. Und ja, dann wird es wahrscheinlich eher nichts mehr werden mit dem Kaiserreich. Aber dann müssen wir halt auch damit leben. Hilft ja alles nichts. Es kommt mit Großhäuptlingstum von Alanien. Hier unten, ja, das sieht jetzt nicht so ganz so groß aus. Also Rüyasan beanspruchen. Wir sammeln uns am besten. Oh, da hat er gleich mal alles ausgehoben. Am besten gleich mal irgendwo hier hinten, damit er uns nicht gleich hier abfangt. Und dann holen wir uns auch gleich noch ein paar Söldner. Und zwar die guten. Die billigen. 32 ist viel zu viel. 18 für 3300. 16 für 3300. Das ist schon mal sehr gut. 16 für 3300. Die nehmen wir mal. Und ja, dann sammeln wir uns erstmal und schauen mal, wie viele Einheiten er hat. Ja, greift er gleich mal an hier oben. Dann werden wir ihm den Gefallen nicht tun und die entlassen. So. Wir werden dann geballt hier runter marschieren. Nein, jetzt sind ja doch wieder alle mit dabei. Ich verstehe das nicht. Dass er die nicht anzeigt. Jetzt sind ja doch wieder... Wobei... Sieht jetzt gar nicht mal so viel aus. Das ist er hier oben mit 1300. Oh, wir haben immer noch eine Intrige am Laufen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Intrige war. Ich glaube, für irgendwie... Für eine... Eine Fraktion, eine starke. Egal, jetzt läuft sie schon. Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Könnte ich mir vorstellen. Er starb in einer Düngerexplosion. So, jetzt müssen wir hier unsere Truppen bewegen. Weil wir hier schon Verschleiß haben. Holen wir uns erstmal die hier.
1300. Dann die 3200. Normalerweise, also so wie es jetzt ausschaut, oh, hier oben 7200. Da müssen wir etwas vorsichtig sein. Oh, wie er davonläuft. Wieder mal. Der kleine Scheißer. Sind seine Vasallen, ja. Aber wieso werden die Vasallen hier extra angezeigt? Das verstehe ich nicht. So, wir marschieren hier einfach mal quer durch. Und holen uns auch die hier oben. Hier oben haben wir einen Nachteil, wenn wir, oh Gott, Gott, von allen Seiten wieder reinlaufen. Außer von Moscheisk. Und von Zubzow. Na gut, wir laufen trotzdem rein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht in die 7000 reinlaufen. Ich würde mir gern nochmal ein paar Söldner holen. Und dann werden wir erstmal hier belagern. In der Nähe vor allem auch die Hauptstadt und die, die entsprechenden Orte. Das müssen die hier unten sein, bevor wir dann Jagd auf die anderen machen. Also, wir holen uns nochmal Söldner, weil wir ja doch noch etwas Geld haben. 30, 30, 27, 11 für 2700, 9 für 2600, gibt es noch ein bisschen mehr. Ah. 18, nee, da sind ja alle dann zu teuer. Wir holen uns die 2700 für 11. Oder, nee, für 9 die 2600. Die sind rausgekommen. Wo? Ah, hier oben. Sehr schön. Direkt gleich mit Verschleiß rausgekommen. So, dann stellen wir uns hier rein in die Hauptstadt. Oh, wobei, er kommt jetzt hier rüber. Erstmal abwarten und belagern. 1900, wo hat er denn die 7000? Oh, hier oben 9000. Huh, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Oben wird auch belagert. Sehr schön. Hier haben wir durchbelagert schon. Sieht jetzt doch aus, als wären es ziemlich viele. Na gut. Wie lange wir noch durchhalten. Während einer Mission, um einen Titelanspruch in Sudown zu figieren, wurde mein Kanzler erwordet. Oha. Guck an, guck an. Oh, wir haben einen mit 22. Den schicken wir gleich mal hinterher. Wo war der denn? Irgendwo hier drinnen. Ach nee, der war ja irgendwo noch hier oben in Sudown. Nein, das hat er uns schon gehört. Der wurde in eigenem Land, wurde er, naja, sehr schön. So, Kulturforschung können wir machen, jawohl. So, und jetzt schön hier im Auge behalten, wenn er hier runterläuft.
Wir haben noch 821 Goldstücke. Oh ja, 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 er hat auf alle Fälle viel, viel mehr Einheiten wie wir. Hier sind wir durch. Es geht um welche Ländereien geht es jetzt eigentlich hier unten irgendwas, oder? War das, waren da die drei? Sehe ich das hier noch? Ich hätte gemeint, ich würde das sehen. Ah, hier. Ah, hier oben. Im gefährlichen Gebiet. Vielleicht holen wir uns nochmal. Wir haben jetzt 3500. 700, 6700. Ja, knapp 10.000 haben wir. Wenn er die vereint hier, die beiden, haben wir keine Chance. So, hier sind wir durch. Jetzt kommt er hier runter mit 4600. Okay, wir schauen mal rein. Vielleicht greifen wir uns den gleich mal. Mit den Einheiten hier. Wir gehen hier mal rein. Und warten ab. Jetzt kommt er hier rein. Und das heißt für uns, wir greifen ihn direkt mal an. ...1300 hier oben. Da kommt er normalerweise nicht so schnell runter. So, ich hoffe... Oh, okay. Kommt die 2900 noch rechtzeitig? Bitteschön. Das war ziemlich knapp jetzt. Dann werden wir die noch ein bisschen jagen. Während wir mit euch hier stehen bleiben. Wir brauchen nochmal Truppen. Wir brauchen nochmal Truppen. Hier unten ist auch nochmal belagert. Und zwar 1800. Jetzt werden wir uns nochmal Söldnertruppen holen, die sich um den hier kümmern. Wir schauen mal, ob noch was übrig ist für uns. So, 2800 wäre nicht schlecht, viel zu teuer. 10, 21. Wir haben die ganzen günstigen Hammer immer schon hier gekauft. Es gibt nicht wirklich noch günstige. ...1400 sind zu wenig. Wir könnten uns natürlich auch die 2800 zum Beispiel holen. Hier für 21. Dann hier angreifen und die dann irgendwie gleich mal verheizen. Dass wir die gleich mal verheizen hier unten. Ist halt schon ziemlich viel rausgeschmissenes Geld dann. Wir machen es noch nicht. Wir warten noch etwas ab jetzt. In der Hoffnung, dass er auch noch mal ein paar Verluste hat. Ich würde ihn gern schon noch ein bisschen verfolgen. Euch können wir mal aufteilen. Und dann bewegen wir uns langsam mal hier Richtung Osten. Damit wir die wichtigen Provinzen einnehmen. So, er läuft hier immer noch rum. Ah, jetzt läuft er hier rüber. Ich werde noch nicht rüberlaufen, solange die anderen hier noch bleiben. Macht keinen Sinn.